Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Bloody Platin Randomizer Nuzlocke mit mir, dem Terminus. Das muss ich in den Titel schreiben. Es ist nicht nur eine Nuzlocke, es ist eine Nicht-Randomizer Nuzlocke. Das ist was ganz Besonderes. Auf jeden Fall sind wir hier. Wir können ein Pokémon wählen. Zwischen Relast, wie auch immer, Panflam und Plünfer. Lass uns gleich sagen, dieses kleine Viech hätte die wenigsten Stimmen bekommen, wenn man überhaupt für es gevotet hätte. Es hat nicht eine Stimme bekommen. Finde ich super, Panflam stinkt. Gut, was wird also jetzt unser Starter? Es ist entweder Relast oder Plünfer. Gut, gucken wir uns doch jetzt mal die Stimmen an. Leck mich am Arsch. Gut, genau so sieht's aus. Die Stimmen sind gerade 50-50 am Ende. Und das ist jetzt irgendwie doof. Das kleine Chelast hat die ganze Zeit geführt. Was natürlich ein Grund wäre, es jetzt zu nehmen. Aber das werde ich nicht tun. Tatsächlich nehme ich Plünfer, den Pinguin, aus mehreren Gründen. Ich blende euch gleich mal was ein. Ne, jetzt noch nicht. Erstmal, der erste Grund ist, Kalle, also Cole, hat unter dem letzten Video kommentiert und gemeint, diese Nuzlocke wird hammerschwer. Was ich zustimmen kann, das wird's wahrscheinlich. Und ich brauche den Stahltyp von Empoleon später. Das ist schon mal ein Grund. Scheinbar ist es recommended, also ich sollte es verwenden. Der zweite Grund ist das da, diese Einblendung. Hier sieht man, welche Pokémon der Gegner nimmt. Ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, was wie wo. Aber hätte ich Chelast genommen, hier gehen wir noch mal kurz rüber, unser Winziglau-Pokémon, dann hätte der Gegner alle Pokémon auf Angriff getrimmt. Das halte ich für ziemlich gefährlich. Hätten wir Panzer bekommen, hätte der Gegner auf Defensive getrimmt, glaube ich. Und das ist okay, aber kein Mensch will Panflam. Verpiss dich. Deswegen nehmen wir den Pinguin Plünfer, weil ich glaube, ich kann besser mit Pokémon umgehen, die schnell sind, dafür aber nicht so krass auf die Fresse geben. Das hoffe ich jedenfalls. Wahrscheinlich wird mich der Rivale kaputt machen. Eine weitere Sache ist, ich glaube, man sieht da nicht den Starter vom Rivalen. Also er nimmt nicht Relast. Oder? Das ist ja nicht so speedy. Ich weiß nicht, wie das kommt, ob wir jetzt gleich kämpfen oder so. Wir sehen es jetzt einfach, weil 3 Minuten sind schon wieder rum. Auf jeden Fall meine Aufnahme. Egal. Go, Plünfer. Dann will ich dich. Ich nehme mich Chelast. Außerdem höre ich mich nicht mehr an wie Marcy. Sehr gut. Ihr beide habt eine gute Wahl getroffen. Aber nun hört mir gut zu. Die Pokémon, die nun euch gehören, sind mit dieser Welt nicht vertraut. Meine Fresse, ich hatte die ganze Zeit in dem Koffer. Mich wundert es, dass sie überhaupt noch leben. Und daher ähneln sie euch in gewisser Weise. Ihr lebt nämlich auch in einem Koffer. In einem Koffer eurer Herzen. Da ihr und eure Pokémon daher so etwas wie Anfänger seid, hoffe ich, ihr haltet fest zusammen und tötet alles, was euch im Gras entgegenspringt. Solltet ihr irgendwelche Probleme haben, scheut euch nicht, mich in meinem Labor an Sandgemmet zu besuchen, aufzusuchen. Ich kann Wörter. Und nun muss ich aufbrechen, außerdem wird es kurz still sein, weil ich muss husten. Gottverdammt. Boah, weiß nicht, was los ist. Ich trinke mal einen kurzen Schluck. Ich glaube, das ist besser. Ja. Professor, warten Sie auf mich. Es tut mir leid, lass mich bitte durch, ihr fetten Stücke. Das sind normale Bewegungsgeräusche. Natürlich. Was sagst du dazu, Professor Albe? Ist echt nett. Im Fernsehen sieht er immer so ernst und furchteinflößend aus. Ich sag dir, das ist das 2D. 2D ist gruselig. Muss ich jetzt... Ich will nicht kämpfen. Verdammt! Tammy, nun besitzen wir beide ein Pokémon. Da gibt es nur eins für uns zu tun. Bist du bereit? Nein. Was ist das denn für eine Einstellung? Eine... Was? Ein Nein lasse ich nicht gelten. Nun, Tammy, wir besitzen beide Pokémon. Bist du bereit? Nein. Okay, er sagt das Gleiche. Na, ist klar, gut. Er will uns zwingen. Ein klassischer Marcy-Move. Entscheidungen werden hier nicht berücksichtigt. Genauso wie bei der Abstimmung. Go.
Ich wollte so etwas schon immer einmal sagen können. Ich will dich, Pikachu! Ach, verkackt. Okay, jetzt muss ich aber die Maus benutzen zum Kämpfen. Man sieht die nicht. Edgar! Wieso heißt du Edgar? Wieso hast du Gagabor? Wieso heißt der Edgar? Der heißt nicht Edgar, der heißt Marcy Mellow, Pizza, Pizza, Batman, Zeit. Der heißt nicht Edgar. Oder doch? Ist das jetzt gar nicht Marcy? Edgar? Egal. Heuler oder Pfund. Ich bin nicht schneller. Gagabor ist hundertprozentig schnell und kann Silberblick, oder? Heuler? Du Hure! So, ja nicht, Bitch. Fuck you. Ich hasse diese Startkämpfe, die sind immer doof. Außerdem weiß ich nicht, ob Plinfer physisch was gegen Gagabor entgegenzusetzen hat. Das ist schneller und wahrscheinlich besser. Ich hau dich. Das gefällt mir nicht. Blinfa, Ultra Crit des Todes. Achso, ich kann dich jetzt später benennen. Ja gut. Was zum... Das hat weh. Ich heiße Edgar und nicht Marcy Mellow Pizza Pizza Batman. Ich dachte, das ist jetzt Marcy. Gott verdammt. Warte, bin ich stärker, obwohl du mir einen Silberblick reingedämmelt hast? Egal, das stinkt. Wir machen weiter, so erreichen wir unser Maximum. Aha. Okay, aber jetzt bin ich bei minus 2. Was hat er mir gemacht? 5 Schaden. Egal, du machst jetzt keine 16 Schaden. Zack, tot. Ne, easy. Verpiss dich, Gagabor. Tatsächlich hat er von Anfang an diesen Starter. Habe ich nicht erwartet, aber okay. Ich glaube, Gelast hätte mir mehr Angst gemacht mit dem scheiß Panzerschutz. Yay. Lass mal sehen. KP ist gut, Angriff ist gut, Verteidigung stinkt wie Butter. Vergammelte Butter. Okay, ja, aber Spezialverteidigung ist schon mal sehr gut. Das ist Wunder Tutti Frutti schön. Edgar! Was sagst du da? Ich hab verloren, hab nicht hingeguckt. Scheiß die Wand an. Nein, ist eklig. Puh, ich muss nach Hause. Kann ich hier nicht. Das geht nicht mit der Maus? Okay. Ich dachte, das geht mit Touchscreen. War aber wahrscheinlich erst, hier. Hardgold Soul Silver, genau. Ich muss nach Hause, der Kampf hat mich total müde gemacht und mein Pokémon braucht auch Ruhe, weil es ist ein verkacktes Gagabor. Bis später, Tammy. Oh, jetzt gibt's keine Bewegung, ich wollte schon wieder Geräusche machen. Mutter, guck mal, kaum Blut an meiner weißen Kleidung. Was ist denn los, Schatz? Du liebes Bisschen, das hat fuck, ich kann kein Wörter. Ich bin halt kein Professor. Du und Marcy könnt von Glück reden, dass ihr Professor Ivy getroffen. Fuck, ich kann keinen Satzbau. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was sonst geschehen wäre. Wer weiß, wozu wilde Pokémon alles in der Lage sind. Das habe ich richtig gelesen. Tammy, ich denke, du solltest Professor Ivy einen Besuch abstatten. Er lebt doch in Sandgemme, oder? Schnell, bevor er verreckt, der ist schon ziemlich alt. Da du jetzt nicht mehr ohne Pokémon dastehst, ist das hohe Gras auch nicht mehr so gefährlich. Ja stimmt, ich habe Wasser-Pokémon, die können die Grasflecken rauswaschen. Oh, ich habe noch etwas für dich. Hier, Tammy, zieh die an. Ich krieg endlich Schuhe. Nach 10 Jahren qualvollen Barfußlaufens. Nach Sandgemme zu gehen ist schon ein Abenteuer für sich, nicht wahr? Mit diesem Turbo-Treter kommst du viel schneller von einem Ort zum anderen. So, ich lese dir vor, wie du sie verwendest. Fucking lauf einfach. Na, das ist doch mehr als praktisch. Ich gehe. Da kommt jetzt nicht die Oma mit den Karten? Ach nein, ich muss nachher wieder zurück. Ich will nicht zurück. Ich will jetzt erstmal meinen Plinfer angucken. Vielleicht kann es ja schon überschreien. Nee. Egal. Wesen zart, achtet auf Geräusche. Achtet auf Geräusche ist, glaube ich, gut. Ich glaube, das könnte maximal Geschwindigkeit sein. Oder ist fast wie ein Clown. Ich weiß nicht mehr. Sturzbach, natürlich. Das Ding schielt aber ganz schön zur Seite, oder? Ekelig. Gut, Pfund und Heuler, damit müssen wir jetzt erstmal leben, bis unsere allmächtige Blubberattacke kommt. Ich krieg nichts viel Besseres vor der ersten Arena. Oh. Du schon wieder. Da bist du jetzt wieder Marcy. Entscheid dich, bist du Marcy oder Edgar, verdammt. Bist du langsam, Tammy, ich bin der Warterei leid. Ich bin der Warterei leid. Ich besuche Professor Ivy und werde mich bei ihm bedanken. Mir ist eine blendende Idee gekommen, hör zu. Du kennst doch den See, an dem wir immer spielen.
Nein. Wusstest du, dass dort ein legendäres Pokémon leben soll? Und nun denk mal nach. Wir fangen es mit Hilfe unserer Pokémon, super easy. Das macht Professor Ivy bestimmt glücklich. Da bin ich mir sicher. Und den nächsten Schritt weiß ich. Was erhoffe ich mir davon? Ich habe keine Ahnung. Also jetzt mache ich Bäuerchen. Du und ich zusammen kann uns niemand was. Nachkommen. Ich kann rennen. Ich muss nicht so vorbeugen, mach's einfach. Ich will speichern. Nein, ich darf nicht speichern. Ach, leck mich. Ha, wir sind fast am See. Mach dich bereit, denn nun fangen wir das legendäre Pokémon. Vertrau mir einfach, wenn ich dir sage, dass es ist hier, dann ist es das auch. Das ist wirklich ein Marci-Spruch. Wenn ich das sage, dann ist das auch so. Ja, das ist Marci. Das steht sogar auf dem Schild da. Tu das? Warte. Vielleicht kann er lesen. Was geht hier vor? Ah, gelbe Haare. Blonder. Der Fluss der Zeit, der sich dehnt in den Raum. Eines Tages wird das alles mir gehören. Cyrus ist mein Name. Glaube ich. Merkt ihn euch. Bis dahin ruht euch aus, wegen der Pokémon der wässrigen Tiefen. Boah, so tief ist das aber nicht. Außerdem bist du nicht Cyrus. Lasst mich durchtreten zur Seite. Weil ihr alle so lyrisch hier unterwegs. Was sollte das denn? Was für ein komischer Kerl. So wie ich. Nun gut, Tammy. Schnappen wir uns dieses legendäre Pokémon. Fußruder. Okay. Müsste das hier Wasprit sein, oder? Turbuts und Self sind ja... Ja, Turbuts ist, glaube ich, in Blitzer. Und Self... Da unten. Zwischen Weideburg und dem anderen. Wow, hast du das gehört, Tammy? Das war der Schrei des legendären Pokémon. Oder jemand ist auf die Schnauze gefallen, bin mir nicht sicher. Aber das muss es gewesen sein. Alles klar, hier ist der Plan, wir fangen es. Simpler Plan, gefällt mir. Warte mal, was? Wir haben überhaupt nichts dabei, wir können es gar nicht einfangen. Uns fehlen die Pokébälle, du weißt schon, die Dinger. Ich glaube, die kann man essen. Ohne die können wir keine Pokémon einfangen oder mit uns herumtragen. Leck mich am Arsch. Aber Professor Ivy und solche gibt, wenn wir ganz nett fragen und wir vielleicht in den Arsch treten. Du weißt doch, was er gesagt hat. Wenn wir was brauchen, sollen wir ihm in den Arsch treten. Gehen wir doch einfach mal bei ihm vorbei, okay, Tammy? Wir reden um die Wette. Wer zuerst beim Professor in Sandgemäß hat gewonnen. Goddammit. Ich speichere jetzt trotzdem noch mal einmal kurz in der Aufnahme. Das wird ja jetzt so eine Stunde dauern, aber das ist okay. Ich habe jetzt nämlich vor, ich glaube, in diesem Gras gibt es Starter. Und der erste Encounter ist egal, weil... Gründe, erst wenn ich Pokébälle habe, zählt das. So, seh der Wahrheit. Zeig mal, was du hast. Es kann jetzt natürlich unglaublich gefährlich werden. Sollte ich das tun? Die können Level 5 sein, oder? Gib mir mal was. Einfach gucken. Kanimani wäre ganz schön scheiße. Ich will keinen Wasserstarter. Keinen zweiten Wasserstarter, bitte. Wobei? Hydropi würde ich mitnehmen. Wegen dem Bodentypen, den ich schon als Morabel hatte. Ich glaube, das wäre awesome. Alles andere ist, glaube ich, blöd. Hau ihm auf die Fresse. Ich bin Level 6, das müsste ich doch schaffen. Guck mal, natsch, ich kritte erstmal. Easy. Kanimani könnte wahrscheinlich härter werden, vom Angriff her, als das dämliche Gagawa. Aber einfach mit den nächsten zwei Schlägen kaputt. Drei Schläge, oh. Okay. Fünf, ja, gut. Gleicher Schaden wie vom Gagawa, nach einem Silberblick. Wir hauen dich jetzt kaputt. Und sind vielleicht schon Level 7, weil du bist ja genauso stark wie das Gegner, aber muss es ähnlich EP geben. Ja, nice. Hier kann ich auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Das ist nice, vor allem, weil hier gibt es ja nur Wasser, Pflanze und Feuer. Der Typ, den niemand nehmen sollte. Und Gift. Es gibt Bisasam und das ist natürlich auch ein Giftmon. Ich heile mich jetzt erstmal. Ja, ja. Und die können alle nur Tackle, Kratzer, Pfund und ihre zweite nutzlose Attacke. Heil mich. Yay. Gut. Ich weiß jetzt nicht, soll ich das eine Viertelstunde lang machen oder 20 Minuten? Ich will auch was schaffen und es kommt nur einmal die Woche. Deswegen würde ich sagen, ja, 20 bis 25 Minuten. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob 20 bis 25 Minuten eine gute Folgenzeit ist. Go. Oder ob ihr lieber die Viertelstunde haben wollt. Es kommt, wie gesagt, einmal die Woche ab jetzt jeden Freitag. Griffel. Naja, ich weiß nicht, ob ich Griffel will. Zack, Boom, Bang.
Das weiß ich nicht. Alter, immer diese Rotze. Lol, ich mach dir aber kaum Charme. Was soll das? Holy shit. Das könnte problematisch werden. Jetzt bin ich wieder schneller. Haben wir echt einen Speedtime in Level 4er Griffe? Komm, lass uns noch einmal schneller sein, bitte. Ich will nicht noch mehr Damage fressen. Ja, nice. Gutes Blindfahr. Gutes Blindfahr noch ohne Namen. Ich glaube, ich will dir aber in der Folge noch einen Namen geben. Ja, ja. Leck mich am Arsch. Wir werden Level 8 sein. Ich könnte Pliprin haben, bevor ich nach Sandgemme gehe. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das will. Ich rede mal nicht mit euch, weil ich nicht zu viel durchs Gras will, ohne geheilt zu sein. Lauf. Oh, nö. Ich wollte jetzt eigentlich noch ins Pokécenter, aber gut. Ach, da bist du ja. Bitte komm mal mit. Der Professor wartet. Das ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach mal durch diese Tür und... Marcy? Nicht schon wieder. Was zum... Da bist du ja, Tammy. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Tammy? Ich mache mich vom Abgab. Bis dann. Das habe ich fast richtig gemacht. Bin stolz auf mich. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Leck mich am Arsch. Nun, wie du noch sei, gehen wir hinein. Ach, das tut weh. Na, wen haben wir denn da? Nein, ehrlich, ich hab's vergessen. Ich habe Alzheimer. Schauen wir doch mal, wie es deinem Pokémon geht. Ja, verstehe. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich zu sein. Es war also kein Fehler, Blödfer, in deine Obhut zu geben. Nun, würdest du denn gern einen Spitznamen auf dieses Scheißding kloppen, ja? Und da schon wieder der Einzige ist, der einen Spitznamen für dieses Viechi vorgeschlagen hat, wird es wohl so sein. Und wir nennen dich Pingu. Wir können das auch Nunu nennen, aber das geht. Ich weiß nicht. Schon wer wollte Pingu? Nehmen wir Pingu. Goddammit, schon wer. Ja. Ach so. Das ist ein Spitz. Wirklich? Okay. Als ich euch dabei ertappte, wie ihr beide ohne Pokémon das hohe Gras gehen wolltet, war ich schockiert. Ich meine, die Grasflecken. Dass Kinder immer so ungestimmt sind. Aber du hattest mich schnell umgestimmt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und deinem Pokémon. Es erfüllt mich mit Stolz, auf dich getroffen zu sein. Bald werde ich verrecken, ich bin alt. Und sicherlich ergeht es deinem Blindfahr, welches jetzt blöderweise Pingu heißt, nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, dich immer gut um Pingu zu kümmern. Ja, logisch. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du deinem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh Gott, ich will es gar nicht aussprechen. Doch will ich, ich hätte dir so hart in die Fresse geschlagen. Kann ich jetzt gehen? Oh. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Aibe oder Aich, eins von beiden. Alzheimer, ich bin mir nicht mehr sicher, ich studiere Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Art von Pokémon in Sinnoh leben. Alle beide. Und um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und leck mich am Arsch, da es jetzt alle Pokémon zu fangen gibt, hast du eine Arbeit vor dir. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon Sinnoh für mich sammeln? Gut geantwortet. Schön. Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Außer die, die hier eigentlich nicht heimisch sind, also... Eigentlich lüge ich hier. Tammy, ich möchte dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe auch einen. Halt die Schnauze. Als du zusammen mit deinem Pokémon über Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ja, gelangweilt. Ich bin bereits 60 Jahre alt. Ich bin eigentlich schon lange über meinem Threshold. Ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Vor allem Elektro-Pokémon, da bin ich immer elektrisiert. Haha, lustig. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwarten. Und nun geh. Tammy, dein großes Abenteuer beginnt. Oh Gott, immer wenn das Leute sagen, schrumpf ich. Okay, alles gut. Mein erstes Pokémon war ein Panflam. Deswegen denken alle, ich bin dämlich. Hättest du dich auf Route 201 für Panflam entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Aber kein Mensch in Panflam. Niemand wird das gleiche Pokémon haben wie ich. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Sie war zumindest nicht scheiße wie meine. Ich bin übrigens Lucia.
Ich helfe den Pokémon bei der Erstellung des Pokédex. Ich habe schon Panflam. Wir beide, du und ich, wir sind uns ähnlich. Wir tragen viel Weiß. Ich bin dir nur ein paar Schritte voraus. Das ist alles. Und zwar nicht mehr lang. Ich freue mich schon, dir das eine oder andere zu erklären. Zum Beispiel, ich habe Panflam. Es freut mich, dich kennenzulernen, Tammy. Debi Babu Babi Bida Babu. Goddammit. Gut, aber ich würde sagen, hier beende ich die Folge. Es sind so 20 Minuten, müssen ein bisschen weniger sein, vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann noch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren. Schaut in die Videobeschreibung, da werde ich ab jetzt so eine kleine Tabelle haben, wo ich alle meine Pokémon eintrage. Zum Beispiel unser Plinfa. Ja, und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich unser erstes Pokémon fangen und verlieren. Ist wahrscheinlich, ja, nice. Tammy ist raus, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ach ja, weitere Namen könnt ihr in die Beschreibung schreiben, wie zum Beispiel, vielleicht fange ich ja ein Griffel, dann nennen wir es Schonbär, weil Schonbär ist ein Affe. Jetzt aber wirklich, Tammy ist raus und tschüss.